Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir haben euch vor kurzem den 850er von Laserlux vorgestellt. Ein IR-Aufheller mit Lasertechnologie. Und heute zeigen wir euch, warum es auch noch einen 905 und einen 980 gibt. Der 850er ist der Allrounder, weil mit 850 Nanometer 50 Milliwatt Leistung deckt er eigentlich alles ab, was ich mit normalen herkömmlichen Nachtsichtgeräten, Restlichtverstärkern benötige. Denn Restlichtverstärker arbeiten, wie der Name schon sagt, mit Restlicht. Habe ich kein Licht mehr, nachts an der Kehrung, also an einem relativ dunklen Wald, dann brauche ich zusätzliches Licht. Am besten natürlich unsichtbares Licht. 850 Nanometer liegt so an der Grenze. Also der Mensch kann es nicht mehr sehen und die meisten Tiere sehen es auch nicht mehr. Abhängig ein bisschen davon, wie das Licht auf unsere Augen trifft. Also wenn ich von hinten angestrahlt werde, dann gibt es keine Chance, das Licht zu sehen. Wenn mir jemand direkt in die Augen leuchtet, dann wäre die Möglichkeit, dass ich vielleicht ein rotes Glimmen sehe. Die ein oder andere Wildtierart eventuell in der Lage ist, das Licht zu sehen, darauf zu reagieren. Manche sprechen davon, dass Rotwild da sehr, sehr empfindlich ist. Die sollten sich überlegen, ob sie vielleicht auf den 905 gehen. Der 905, wie der Name schon sagt, hat eine Wellenlänge von 905 und ist somit wildsicherer. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Wild das noch sieht, sehr, sehr gering. Zudem gibt es dann auch noch mal als 980. 980 ist definitiv von allen Säugetieren und auch Menschen nicht mehr zu sehen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum gibt es drei verschiedene Wellenlängenbereiche? Warum baut man nicht alles in einer und dann hat man die Sache erledigt? Das hängt ein bisschen von den eingesetzten Nachtsichtgeräten ab. Habe ich hier zum Beispiel sowas wie das PVS-14, das ist sowas, was das Militär verwendet oder Einsatzbehörden verwenden. Das hier ist eine zivile Variante. Das ist eine Röhre. Man könnte sagen, das ist sozusagen die Analogtechnik. Die verstärkt das vorhandene Licht zwischen 10 und 60.000-fach, je nach Generation, je nach Leistung der Röhre. Allerdings auch nur in einem speziellen Bereich. Der 850er wird von diesen Geräten perfekt gesehen. Der 905, da wird es schon enger. Also wenn ich auf kurze Distanzen damit arbeite, dann sehe ich den noch. Sobald ich aber das Licht auffächere, das heißt, ich nehme die gleiche Lichtleistung, nämlich 50 Watt bei allen, 50 Milliwatt, Entschuldigung, 50 Watt wäre ein bisschen viel, 50 Milliwatt bei allen und ich fächere den Strahl auf, dann habe ich ja die gleiche Menge nur verteilt. Deswegen verliere ich natürlich die Lichtleistung auf den Punkt bezogen. Der 905 geht noch bis, na, ich sag mal so 50, 60 Meter, dann wird es schon eng. Den 980 sehe ich damit so gut wie gar nicht mehr. Hier in dem Beispiel sieht man gebündelt den 980 auf der rechten Seite. In der Mitte 905, links den 850 und man sieht ganz klar, wer hier ja, der hellere ist, der offensichtlich hellere ist. Aber es gibt ja nicht nur Röhrengeräte, es gibt ja auch digitale Geräte. Wie das hier, das ist DN55 von Pulsar, wird glaube ich gar nicht mehr gebaut. Aber wir haben das hier uns mal ausgeliehen, damit wir ein digitales Gerät haben. Und wie man hier in dem Bild sieht, das ist von der Qualität her nicht so gut, weil das 55er für weitere Entfernungen gedacht ist. Auch hier wieder links 850, in der Mitte der 905 und rechts der 980. Man sieht, der 850er ist natürlich heller, weil in dem Spektrumsbereich einfach der hellste ist. Aber die beiden 900er sieht man perfekt. Das heißt, wenn ich ein digitales Gerät habe, bin ich hier etwas unabhängiger von der Wellenlänge. Habe ich das Gefühl, dass mein Wild vielleicht auf das Licht ansprechen könnte, im Rotwildrevier zum Beispiel, dann kann ich auf den 980 gehen. Ansonsten ist der 905 eine schöne Mischung dazwischen. Möchte ich auf jeden Fall immer relativ viel Leistung auch auf weite Entfernung haben, dann ist der 850er eigentlich meine Wahl. Schaut euch das Video nochmal an. Da habe ich auch alles vorgestellt, die einzelnen Brackets, also die Montagemöglichkeiten, wie hier zum Beispiel Picardini-Schiene an dem DN55 von Pulsar. Dann hier diese Bracket dran, die ja auch
ein Verstellen möglich macht. Und das ist deswegen wichtig, weil ich möchte natürlich nicht, dass mein Strahlen nur parallel zu meiner Bildachse läuft. Dann strahle ich nämlich immer an meinem Objekt vorbei, sondern ich möchte es unter Umständen ja auch hier ein bisschen justieren können und kann hier den Winkel einstellen. Das ist eine prima Geschichte. Gerade für den 850er würde ich auf jeden Fall den Dimmer empfehlen. Damit kann ich halt von, ja sagen wir, von komplett aus bis zur Maximalleistung langsam über das Drehrad hinten dimmen. Das würde ich auf jeden Fall für den 850er empfehlen, weil der halt bei allen Geräten relativ hell ist. Fazit: Egal, ob ihr ein analoges Röhrengerät benutzt oder ein digitales Nachtsichtgerät, ein guter Infrarot-Laseraufheller ist ein Muss. In der Kombination ist es jetzt auch absolut legal. Es ist ein Beobachtungsgerät. Sobald ich das Gerät jetzt durch Anbau von Adaptern auf eine Waffe baue, darf hier kein Laser angebaut sein in Deutschland. Jedenfalls aktuelle Rechtslage Ende 2020. Das könnte sich eventuell ändern für die Jäger, aber momentan ist es noch nicht erlaubt. So als Beobachtungsgerät einwandfrei. Habt ihr noch Fragen dazu? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, vielleicht sogar ein Abo und dann auch die Glocke klicken für weitere Videos. In diesem Sinne, Weidmannsheil.